Was ist eigentlich Advent? Darauf lassen sich sicher viele Antworten geben. Vielleicht schreib doch mal, was für dich persönlich Advent ist, in die Kommentare. Manche sagen vielleicht grollend, eigentlich nur eine Zeit, einen Vorwand zu haben für Hektik und Geschäft, garantiert mit sentimentalen Schablonen. Dinge, die man nicht mehr glaubt. In vielen Fällen mag das leider in unserer Gesellschaft auch zutreffen. Aber es ist ja nicht das Ganze. Man kann auch umgekehrt sagen, Advent ist eine Zeit, in der mitten in einer ungläubigen Welt noch etwas von dem Glanz des verloren gegangenen Glaubens sichtbar wird und nachleuchtet, so wie die Sterne auch noch nachleuchten und ihr Licht noch zu sehen ist, auch wenn die Sterne längst schon nicht mehr da sind. Ja, weil ihr Licht ja so lange zu uns auf der Erde unterwegs ist. Bei Gott ist es natürlich anders. Gott gibt es und er leuchtet immer noch in unsere dunkle Welt hinein. Kann es uns Hoffnung geben? Ja, Advent ist vielleicht auch eine Zeit, in der Dinge mobil werden, die vielleicht sonst schnell unter den Tisch fallen. Dass man andere beschenkt. Ja, dass man an andere denkt. Ja, vielleicht auch das Adventssingen, dass wir Lieder hören, die von Jesus, der frohen Botschaft, handeln, dass Gott zu uns auf die Erde gekommen ist, die man vielleicht sonst über das Jahr rüber nicht singt in unserer Welt, die nicht mehr glaubt. Ja, vielleicht kann es uns auch wieder das lebendig machen, was Advent ist, dass wir Jesus erwarten, der längst in unsere Welt gekommen ist, aber dass er auch ganz aktuell in unsere ganz persönliche Situation hineinkommt und Hoffnung und Licht und Rettung, Heilung und Befreiung und Frieden verbreitet. Das wünsche ich uns.